Jeanette Vizguerra ist eine von vielen, die in Angst vor der Abschiebung leben. Die dreifache Mutter ist ohne Dokumente im Land. Nun sucht sie Zuflucht in einer Kirche. Diese liefern Illegale nicht an die Behörden aus. Trump hatte angekündigt, nach seinem Amtsantritt bis zu 3 Millionen illegale Einwanderer abzuschieben. Eine Schlüsselrolle spielt dabei diese Behörde, das ICE, die nationale Polizei- und Zollbehörde. In einem Werbevideo zeigt sie, was ihre Beamten drauf haben. Bei Razzien in mehreren Bundesstaaten hat das ICE in wenigen Wochen hunderte illegale Einwanderer festgenommen. This is a mass deportation blueprint that puts fear in communities across the country. Individuals who have been in the United States for a long time, who are undocumented, now fear that they are a priority for enforcement. Für mediales Aufsehen sorgte der Fall Avelika Gonzalez in Los Angeles. Eine 13-Jährige filmt unter Tränen, wie ihr mexikanischer Vater von Polizisten in Abschiebehaft genommen wird. Gegen ihn lief seit mehreren Jahren ein Abschiebeverfahren, jetzt wurde gehandelt. Guadalupe Garcia de Reyes ist eines der ersten Opfer der verschärften Abschiebepraxis. Sie wurde nach Mexiko abgeschoben, ihre beiden Kinder und der Ehemann blieben in den USA. Last night it was, I feel so empty without her. Meldungen, die Angst machen, auch den Kindern illegaler Einwanderer, die im Land aufgewachsen sind. Obamas sogenannte DACA-Direktive schützte sie bisher vor Abschiebung. I mean, there's a lot of fear, right? You know, it brings back to where we started, when we had to put our head down, when we're driving down the car, when we had to keep looking at a rearview mirror, when there's a cop behind you, to turn to the first street that you see.